So, Leute, wir machen noch ein bisschen weiter hier. Schönen guten Abend auf Twitch, schönen guten Abend an YouTube. Weiterhin steht dort oben Werbung, weil dieser Stream finanziell unterstützt wird von Publisher Goblins. Danke. Und weiter, Leute. Hier vorne entsteht die Kantine. Im Chat wurde gerade gesagt, wir hätten eventuell zu wenig Steinchen. Wo sehen wir denn die Steine? Rohstoffe. 215. Ne, das ist okay. Das ist okay, Daishi. Guck mal. 215 Steine reichen mir. Das ist okay. Hier vorne arbeitet gleich einer und den Bezirk haben wir fast schon abgeschlossen gleich. Die Küche. Das gibt Bonusse, das gibt Malusse. Das gibt Punktzahlen. Ich muss mich noch ein bisschen... Und wahrscheinlich muss man der erstmal abschließen, damit die Punktzahlen hier angezeigt werden. So stelle ich mich das vor hier. Ja, Gravity Rainbow, ganz genau. Das Spiel erinnert an den Comic-Style von dem Comic-Altmeister Möbius. Und das ist kein Zufall. Das ist tatsächlich deren Inspiration und das erzählen die auch. Hallo, ja, Streicher. Spiel ist erschienen im Early Access vor wenigen Tagen. Es kostet 22 Euro und ich glaube 49 Cent im Augenblick mit einem Launch-Rabatt auf Steam. Im Augenblick. Kampagne ist schon da, Sandbox-Modus ist da. Auf Deutsch ist es auch schon. Stehen die Bezirke. Gleich sind sie fertig. Der Schmiede wird geschuftet. Ah, Ziel abgeschlossen. Jetzt sollen wir 200 Bezirkspunkte erreichen. Der Bezirk hat bislang 130. Ah, schaut mal. Die Kantine, da müssen gar keine Mitarbeiter sein. Die bekommt, die holt sich automatisch die Mahlzeiten und die Brotlaibe. Platz der Kultur. Also wir haben 103. Jetzt werden die Punkte angezeigt, genau. Wir könnten entweder fiese Gebäude verschieben oder wir könnten ein paar coole Gebäude setzen. Das Ziel sagt, wir sollen auf 200 kommen. Also wir sollen noch 70 setzen. Eine Teebar, Sonnendächer, Brunnen. Wir können einfach noch ein paar Steinhäuser hinsetzen. Wir haben alle Leute ein Dach über dem Kopf. Schaut mal. Zwei Unterkünfte haben Platz für Kinder. Mit anderen Worten. Ist das anscheinend so, dass leerstehender Wohnraum dafür sorgt, dass Kinder kommen können? Wir bauen einfach noch ein paar Steinhäuser. Die geben da auch Punkte. Oder? Geben Steinhäuser auch Punkte? Die werden hier oben mitgezählt. Ne, drei Steinhäuser sind in der Nähe. Hier, 5 Punkte pro Steinhaus. Wir bauen noch 2 Steinhäuser. Kann nicht schaden. Aus Holzstämmen und aus Steinen oder aus Holzstämmen und Rinde. Rinde haben wir 107. Machen welche aus Steinen und aus Rinde. Und setzen die dann nach oben hin. Hier daneben hin ein paar. Hier passt einer hin, zauberhaft. Einer hier bitte. Ja, genau. Wisst ihr was? Ich will möglichst viel noch kennenlernen. Wir spielen mal auf Zweierspielgeschwindigkeit weiter hier. Das wird alleine nicht reichen. Wir könnten noch ein paar Plätze hier hinsetzen zum Beispiel, ne? Teebar, Sonnendächer und Brunnen geben mir mal 2 Punkte. Das ist sehr wenig. 50 Punkte Bewässerungskanäle, die kann man, glaube ich, noch gar nicht setzen. Ne? Ich glaube, die kommen erst später ins Spiel. Tische, Bänke, Straßenlaternen geben schön viele Punkte. Können die eventuell sogar auf einen Platz draufsetzen? Sollen wir das mal probieren? Schattenspendende Bäume haben wir keine in der Nähe. Können wir auch noch nicht pflanzen oder so. Sonnendächer und Brunnen. Und darunter kann man eventuell die Tische hinsetzen. Komm, probieren wir mal.
Ob das die Anzahl, die du bauen kannst? Also ich verstehe das so, alles, was man davon gebaut hat, gibt diese Punkte hier. So rum verstehe ich das. Ach, so meinst du das, dass die jeweils plus 2, plus 50 Punkte zum Beispiel geben und dass man maximal 2 bauen kann. Und dass alles, was man mehr baut, nicht mehr Punkte bringt. Sehr kluger Kommentar von Blackie. Ich glaube, du hast recht. Daishi hat es gerade auch geschrieben. Ganz genau. So funktioniert das. Alles klar. Sehr, danke euch. Danke euch. Dann würden die Steinhäuser ja schon fast reichen. Die geben 40 Punkte mehr. Wir gucken mal, ob wir mit Brunnen und Sonnendächern arbeiten können. Jeweils einem. Sonnendächer. Ich könnte dich im Freien besser aufhalten. Tja. Aber stellt sich da wirklich jemand runter bisweilen, wenn die genutzt? Wir haben demnächst Sonne hier, also einen heftigen Sommer. Das eine waren die Sonnengeschichten und das andere waren Brunnen. Gucken, ob wir Brunnen entdecken schon. Vogelnester, Straßenlaternen, Würfelstatuen. Straßenlaternen helfen auch. Ach, es hilft fast alles hier. Alles, was hier steht, hilft. Ach komm, wir bauen einfach drauf los. Straßenlaternen kosten Holz und 5 von irgendeinem anderen Symbol. Dann bauen wir ein paar Sonnendächer. Ein Sonnendach dahinter. Oder die laufen ja oft, vielleicht hilft das, wenn die an der Seite von einem Sonnendach herumlaufen. So stelle ich mir das vor. Ein Sonnendach bitte hier hin. Ein Sonnendach hier unten hin. Maximal 2 davon helfen ja, ne? Genau. Ich guck mal, ob ich da eine Bank drunter setzen kann. Verzierte Bodenplatten. Nee, wir könnten hier so einen Mini-Park hinsetzen. Zählen die mit, die Bodenplatten? Die zählen nicht mit. Gemäßigt die Jahreszeit. Ich baue mal noch eins davon. Noch ein Sonnendach. Hier links hin. Oder hier, hier passt eins gut hin, ne? Das Ziel einmal reicht. 4 Bürger sollen am Gebäude Duftgarten zugewiesen werden. Jetzt geht es um Wohnraumzufriedenheit. Das Wohlbefinden der Bürger steht im Zusammenhang mit ihrer Wohnqualität. Da geht es um Wohlbefinden, soziale Interaktionen, kulturelle Räume und Orten des Lernens. Nach diesen 4 Sachen werden alle Wohngebäude bestimmt. Bestimmte Gebäude verteilen Zugriffspunkte für alle Zellen in ihrer Reichweite. Schulen geben mehr Wissen, also helfen bei Orten des Lernens. Interessant. Wir konzentrieren uns hier im Tutorial auf Zugang zu Wohlbefinden. Davon hängt ab, Nähe zur Vegetation, Vorhandensein von Wasserstellen und möglichst viel Schatten in der Nähe. Ah, sehr hilfreich. Vegetation, Wasserstellen, Schatten. Es gibt eine Heatmap, ein Overlay für das Wohlbefinden, um die passendsten Orte zu finden. Mhm. Also Vegetation können wir nicht bauen, aber wir können Wasserstellen bauen. Und diese Schattensachen können wir machen. Wir sollen einmal einen Duftgarten bauen. Ein Haus haben wir schon mit einer Stufe 10 in Wohlbefinden. Mal gucken, welches das ist. Wohlbefinden Stufe 4.
Welches, was, ich wette, das ist das coolste Haus, das wir haben. Wohlbefinden 5. Wohlbefinden 6. Das ist noch nicht fertig. Wohlbefinden 11. Wahrscheinlich, weil so, was trägt alles dazu bei hier? Wird leider nicht ausgewiesen. Aber es gibt ja das Overlay für Wohlbefinden, ne? Ansichten. Bezirke, Wohnraumzufriedenheit, 18, 13, 11, 12, 15, Wohlbefinden. Das ist, und hier vorne ist grün. Je grüner, desto besser. Das heißt, hier sind die Leute happy. Das heißt, hier sollten wir potenziell auch Wohngebäude hinsetzen, weil ja so viele natürliche Bäumchen stehen. Ne? Hier sollte man viele Wohnhäuser hinsetzen. Okay. Und die anderen Bedürfnisse waren Freizeit. Das ist überall mau. Das dritte Bedürfnis war Kultur und das vierte war Wissen. Okay, das ist alles wenig, also nur Wohlbefinden im Augenblick. Und wenn wir können auch einfach hier Häuser hinsetzen und woanders welche abreißen, dann sind die Leute auch zufriedener. Jetzt bauen wir mal einen Duftgarten unten hin. Einen Duftgarten bitte bauen. Cool. Ein spannender Ort, an dem besonders wohlriechende Pflanzen wachsen. Die Bürger können sich im Heißluftballon in der Mitte entspannen und die konzentrierten Aromen genießen. Ich glaube, in Holland hat man sowas, ein Coffeeshop, kann das sein? Arbeiterkapazität 4. Haben wir alle Materialien dafür? Ich hoffe, das ja. Wir wollen so viel wie möglich von den Gebäuden pushen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Platz in der Mitte freigelassen dafür. Hier sind viele Wohngebäude. Setzen wir einen hier links hin. Oder hier unten hin. Und hier ändern wir die Straßen mal. Können wir Straßen wieder abreißen? Ja, Straßen sind abreißbar. Prima. Dann setzen wir im Baumenü. Einen Duftgarten. Oh, das geht nicht. Hier kann man einen hinsetzen. Das war weit weg. Gerade noch, ihr seht den weißen Bereich. Also es würden gerade alle eingeschlossen werden. Es gibt so einen weißen Bereich. Ich denke, das ist das Gute. Kann man machen, ne? Sondern der Reichweite der Kultur. Vielleicht hilft da auch ein Duftgarten. Ach komm, wir denken nicht zu viel nach. Wir setzen ihn hier in die Mitte hin. Einmal hier hin. Kann ich auch die, hat auch den Vorteil, dass ich die Straße wieder ziehen kann. Einmal bitte mit Prio bauen. Haben wir alle Ressourcen dafür? Umschläge. Ich habe Umschläge. Eventuell habe ich die noch im Startvorrat drin. Umschläge. 70 Stück. Alles gut. Alles gut. Sollen wir ein bisschen Schönbau machen? Also die Aufgabe war, 4 Gebäude, 4 Bürger einem Gebäude Duftgarten zuweisen. Ich gebe mal auf höhere Spielgeschwindigkeit. Machen wir das mal im Schnellgalopp fertig hier. Da ist es. Wunderbar, 4 Leute zuweisen, die arbeiten da drin. Die arbeiten im Duftgarten oder erholen die sich da? Haben wir überhaupt noch 4 Bürger übrig, die das machen können? Ach, das gilt als andere Aufgaben, die 4, die wir hier zugewiesen haben. Laufen jetzt hier hin. Da kommen sie. Ach, schaut mal. Die sitzen da drin. Ruf des Unbekannten.
Den Bürgern ist ein ungewöhnliches Phänomen aufgefallen. Ein heller, chaotisch blinkender Punkt, der nur nachts sichtbar ist. Es könnte sich um ein Notsignal handeln. Freiwillige melden sich. Nachforschung möchten wir anstellen. Eine Rettungsaktion organisieren. Ach, jetzt kommt das neue große Spielfeature, Entdecker, dass wir auf einer strategischen Map Expeditionen starten können. Komm, das machen wir noch als letztes hier beim Entdecken des Spieles hier. 6 neue Erwachsene hier. Neue Horizonte. Forschung und Erkundung. Forschung machen wir schon. Forschung kann neue Gebäudeeffekte freischalten. Bla bla bla. Forschung ist auf 2 Gebäude. Bäume mit jeweiligen Thematiken unterteilt. Kultur und Technologie. Forschung. Okay. Durch das Erkunden der Welt bekommen wir die Gelegenheit, Entdeckungen zu machen, Ressourcen finden, neue Pflanzen stoßen. Auf neue Pflanzen stoßen. Ich hatte gelesen, die könnten wir sogar bei uns dann irgendwie ansiedeln sogar. Also Pflanzen. Mit der Umgebung integrieren, Wissen finden, das sich auf Tafeln befindet. Das können wir entdecken. Tafeln, neue Pflanzen, Ressourcen, neue Bürger und Wissen. Expeditionen sind aber teuer und riskant. Bürger, die dorthin geschickt werden, müssen schwierige und potenziell gefährliche Entscheidungen treffen. Wir bauen ein Forschungszentrum. Schauen, wo wir es finden. Wo ist das Forschungszentrum? Kann man hier eigentlich filtern hier unten? Ich wette das ja. Wir filtern nach Wissensgebäuden. Mit Tab macht man eine erweiterte Ansicht auf. Okay, das ist das Forschungszentrum, das ist das Feldlabor. Feldlabor hatten wir. Ein Forschungszentrum für Prototypen. Sonnenstrahlen sorgen für Reibung zwischen den Metallpartikeln. Strom wird dadurch sogar produziert. Solarstrom. Und alle Bürger in der Nähe bekommen einen Wissenspunkt. Das heißt, die Leute sind sogar zufriedener, die hier leben. Eieiei. Das ist die Reichweite, eine schöne große. Das würde ich mal vorschlagen. Einmal hier hin. Einmal bauen bitte mit Priorität. Schauen, was wir da machen können gleich. Erkundungsmissionen freischalten. Danach eine Erkundungshütte bauen und eine erste Expedition durchführen. Hab gerade das Tempo auf 4-fach gestellt. Mehr geht nicht. So, was wir jetzt machen können, die Erkundungsmissionen durch Forschung freischalten. Forschungsbaum. Das ist ein 2-facher Forschungsbaum. Wir können nur erforschen, was mit einem bereits abgeschlossenen Projekt verbunden ist und es kostet jeweils Ressourcen. Okay. Und eventuell können wir Tafeln, die wir bei diesen Expeditionen finden, eventuell, das könnte bei der Forschung auch helfen hier. Also, das ist der allgemeine Forschungsbaum und wir haben die Erkundung sollen wir freischalten und die sind wo? Oh, ist das groß hier. Hier oben leuchtet es, da sollen wir hin. Das haben wir eventuell alle schon gemacht, ne? Die Forschung haben wir alle schon abgeschlossen. Und dort oben geht es jetzt hin. Hier hin. Einmal die Erkundungsmissionen freischalten. Kostet 10 Tage. Forschung starten und die. Und was kostet das Ganze? Nix, ne? Kostet das Ressourcen? Einfach nur 10 Tage. Forschung starten.
Okay. Vierfache Spielgeschwindigkeit. Ah, wir haben noch keine Bürger zugewiesen. Wir packen mal alle neue, die wir haben, hier rein, damit das schön schnell geht. Klasse. Hallo Black Wolf, danke fürs 50. Abo. Schönes Jubiläum. Danke dir. Einen guten Morgen, ja, tatsächlich, nach Mitternacht schon. Unfassbar. Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Danach bauen wir eine Erkundungshütte und dann starten wir eine Expedition mal. Ja? Oh, das geht ja schön schnell, schaut mal. Zwischendurch wollen die was futtern gehen. Unglaublich. Ein Bürger mehr hier rein. Schwächeanfall. Leidet ein Bürger zu lange an Unterernährung, Flüssigkeitsmangel? Bei mir kann er geschwächt werden. Die brauchen aber genug Nahrung und Wasser. Bei einem Schwächeanfall bitte schnell zur Krankenstation bringen. Schwäche ist nicht tödlich, schränkt aber ein, wie schnell man sich bewegt und wie fix man arbeitet. Noch ein schwächer Fall, dann Atrophie. Kann schnell zum Tode führen. Eine Krankenstation bauen. Ich habe doch allen was zu futtern gegeben. Wo sind die Krankenstationen? Gibt es über Gesundheit? Da ist sie. 20 Steine, die haben wir. Ach, hilft die bei irgendwas? Gibt für betroffene Bürger in Reichweite für Wohngebäude einen Bonus auf, was auch immer. Und der weiße Bereich zeigt an, wie weit das ist. Und die Wohnhäuser sollten nach Möglichkeit innerhalb dieses Bereiches stehen. Und so stehen die da auch. Hier ist noch besser. Einmal hier hin. Das passt perfekt hier rein. Ah, daneben geklickt. Einmal hier rein. Einmal bauen, bitte. Hier läuft die Forschung. 3 Tage noch. Kommen wir am Ziel an. Forschung ist abgeschlossen. Jetzt können wir die Erkundungshütte bauen. Können wir hier unten nach Erkundung. Strategie. Ich wette, das ist eine Strategiegeschichte hier. Ein Strategiegebäude. Da ist die Erkundungshütte. Ja, ich habe gefiltert. Hier werden Freiwillige für Erkundungen ausgebildet und es wird Biwak-Ausrüstung gelagert. Damit die Konvois mit leichtem Gepäck unterwegs sind, werden die Rationen in flüssiger Form in schwebenden Ballons aufbewahrt. Was? Heftig. Wir brauchen 20 Rinder. Und die geben aber keinen Bonus auf nix, ne? In der Nähe. Keinen Bonus auf nichts. Die können wir also ruhig ein bisschen abseits hinstellen. Dann stellen wir die mal hier unten irgendwo hin. Und Forschungszentrum schmeiße ich mal 2 Leute schon mal raus. Wir können mal gucken, was es sonst so an Forschung gibt, ja? Das könnten wir freischalten. Halle des Wissens, ein Forschungsgebäude für mehr Forschungspunkte. Das bietet sich doch immer an. Oder Arboristik, eine Werkstatt. Ah, dann können wir wahrscheinlich bestimmte Bäume oder Büsche besser beernten. Mache einmal mehr Forschung hier bitte. Halle des Wissens. Starten wir dann die Expedition. Da sind wir.
Und wir müssen ein Team mit Wissenschaftlern zusammenstellen, um die entferntesten Ecken der Welt erkunden. Das ist die Weltkarte, von der ich bislang nur geredet hatte. Wir können ein Ziel auswählen, um eine Expedition loszuschicken. Vorräte brauchen wir. Je nachdem, wie viele Leute wir mitschicken, desto mehr Vorräte bitte mitschicken. Die Vorratskosten steigen dann. Aber wir können auch mehr Ressourcen zurücktransportieren. Das heißt, wir können mit fetterer Beute zurückkommen und wir brauchen auch weniger Zeit, wenn wir vor Ort angekommen sind, um irgendwelche Sonderaufgaben noch erfolgreich durchzuführen. Ja? Und je weiter, wenn wir im Bereich erkunden, lernen wir neue Zielorte kennen. Je weiter entfernt, desto länger, desto mehr Vorräte. Wer hätte das gedacht? Sehr, sehr interessant. Einmal starten bitte. Und wir sind hier vorne im Startbereich. Da ist das Seeufer, zu dem wir ausbrechen können. Wir wollen das seltsame Leuchten erforschen. Das ist die Challenge. Da gibt es eine Höhle. Der Ursprung des Lichtes. Das ist das Leuchten selber. Das ist eine Oase. Das ist eine Düne. Und was sollten wir erforschen? Den Ursprung des Lichtes. Das heißt das hier. Da geht's hin. 3 Tage hin, 3 Tage zurück. Und ein bisschen Mahlzeiten und Trinkwasser hinschicken. Wie viele Leute schicken wir mit? Minimum 4, maximal 10, 5 verfügbar. Schick mal 6 mit. Ja, die haben wir gar nicht. Ich schick 5 rüber. 4 reichen, mehr Leute haben wir nicht. Kommt, auf geht's. Wir können die Expedition uns angucken lassen. Da ist sie. Hier zieht sie rüber. Was wird wohl der Ursprung des Lichtes sein hier? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht und ihr werdet es jetzt auch nicht erfahren, denn das war... das angespielt. Das erste Mal, dass Herr Synergy uns richtig angeschaut hatten. Ich persönlich finde, das schreit durchaus danach, das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt nochmal in lang zu zeigen. Vielleicht die Kampagne gemeinsam zu spielen, das ist ja nur das Tutorial. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Gebt mir gerne Feedback, ob ihr es nochmal sehen wollt. Auf YouTube hier drunter posten, auf Twitch einfach nochmal in den Chat reinposten. Auf YouTube in der Textbeschreibung hier drunter ein Link, der auf die Steam-Shop-Seite führt. Auf Twitch wird er gerade gepostet.